Okay, Leute, 50-50, ich weiß nicht. Alter, dein Ernst? 5400! Oha, Shadloss ist wirklich ein Brecher. Geh auf den hier. Yes! Los, Megi. Oh, shit. Brave, du kannst dadurch sterben. Megi, herkomm. Yes, er kommt. Oh. Hallo. Hallo, lass mich ruhig, okay? Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark. Ja, Leute, so wie ihr sehen könnt, die Gary ist nicht mit dabei. So, und zwar ist sie nicht bei mir und deswegen, sie ist gerade bei ihren Eltern. Also, schöne Grüße an die Gary, ne? Vielleicht sieht sie sogar die Folge. Also, wir haben in der letzten Folge einmal die zwei Austroraptor gezähmt. Die haben einen Namen bekommen, und zwar einmal Rico. Ja, die meisten wollten sogar, dass er Blue heißt, aber... Leute, haltet euch fest. Wir haben ja, die kommen ja von der Jurassic Park Mod. Und Blue selbst ist hier auch irgendwo unterwegs. Deswegen kann ich ihn nicht Blue nennen. Und ja, das ist Rico. Und das hier ist Ayumi. Ich weiß nicht, ob die Gary damit einverstanden ist, aber... Ja, Gary, das ist Ayumi. Ich hoffe, du bist damit wirklich einverstanden. Okay. Ich habe meinen einen kleinen Ticken gelevelt. Und zwar, ihr seht, er hat ein bisschen mehr Energie bekommen. Aber, naja, ist nicht so geil. Und... Ja, genau das wollte ich hören. Okay, Leute. Und zwar werden wir den hier in dieser Folge... Ach ja, Leute. Wiege ich echt so viel? Scheiße. Ach so, okay. Die Brücken schmeiße ich eh gleich raus. Alles klar. So, das kann rein, das kann rein. Komm, das kriegst du jetzt auch noch. Okay, und zwar, das hier, kennt ihr, ist ein ganz normaler Raptor. Der kann mich erst gar nicht tragen. Okay. Rico, komm mal her. Wir müssen mal ganz langsam zu ihm hin. Dann sehen wir einen Unterschied zwischen ihm und dem Austroraptor. Okay, warte mal. Am besten ist es, vorhin hinzustellen, oder? Ich glaube, das würde komplett passen. Aber, ach, da ist die Gary sogar. Gary, was sagst du denn dazu? Glaubst du, ich schaffe das diesmal ohne dich? Ja, ja, Leute, also... Echt nochmal vielen lieben herzlichen Dank für die ganzen Herzen für die Gary. Das hat sie wirklich mit Rufus sehr, sehr gut gemacht. Okay, hier sehen wir schon mal. Der linke ist dünner, meiner Meinung nach. Der Schwanz natürlich hinten, die Federn sind halt mehr. Anstatt wie hier, oder? Warte mal. Das sind eher Haare. Der hat Haare am... Ja, okay. Okay, ja. So, jetzt kommt ich aus dem Konzept. Das hier ist jetzt sein Gesicht. Das ist sein Gesicht. Der sieht irgendwie dicker und nicht so langgezogen aus. Aber der hier. Aber es sieht nicht so unnatürlich aus, oder? Finde ich jetzt. Okay, kleiner Rico, wir haben jetzt noch was vor. Also, ich werde ihn jetzt mitnehmen, kurz zum Paradise. Zu unserer neuen Base, wo wir sie ja hinpflanzen möchten. Und ich brauche eventuell in dieser Folge Shadloss Hilfe. Der befindet sich da drüben. Aber das sehen wir dann gleich. So, als erstes Paradise. Okay, ich habe eben gerade noch meinen Spawncode eingegeben, Dreadful Basilisk, also dass alle zerstört werden sollen, weil die nerven halt. Es gibt einen Überspawn von 100 Stück, keine Ahnung, und zwar hier. Ihr kennt ja das hier. Kleiner, wir müssen ganz kurz mal da vorne runter, denn ich will mal kurz diese Hanging Bridge ausprobieren. Wir wollen ja hier oben drauf unsere Base bauen. Problem ist jetzt halt, schaffe ich es bis darüber? Ich weiß es halt nicht und deswegen will ich es mal ganz kurz testen. Also, wir müssen von hier aus eine Brücke dort runterziehen. Geht halt sonst nicht. Oder warte mal, ich glaube, das sieht so unnatürlich aus, oder? Mal sehen, da müsste es ja von hier aus... wie würde es natürlich ausschauen? Warte mal, mal sehen. Sieht das so gut aus? Machen wir jetzt einfach mal. Wie geht das nochmal? Press E. Okay, so. Rico, komm mal mit mir. Komm. Oh Gott. Okay, das müsste... Oh! Okay, das müssen wir ändern, weil wenn ich das ein bisschen weiter nach rechts setze, also von so aus links, dann sieht es eigentlich nicht so unnatürlich aus. Aber Leute, was sagt ihr dazu? Hier eine Brücke hinsetzen, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß es nicht. Ansonsten können wir von dieser Brücke, also von da oben aus, können wir... Naja, das wäre eigentlich dumm, wenn wir dort rüber gehen und dann hier rüber. Oder wir setzen halt die Brücke von hier aus dort runter. Ich glaube, das würde besser sein. Und jetzt bin ich mal gespannt. Denn wir wollen ja von hier aus dort rüber. Aber ich glaube, die Brücke schafft das nicht. Nee, weil dann hätten wir ein riesiges Problem. So? Nein, ich... Herr, wartet mal. Es geht. Oder? Leute, es funktioniert. Oha, no way. Rico, schau dir das mal an. Leute, es funktioniert. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, Brücke. Alter, Leute.
Schaut euch das mal an! Wer kann das behaupten? Wer hat so einen schönen Ausblick je in sein Leben genossen? Ja, okay, es gibt wirklich in Real Life solche, ich sag mal, epischen Ausblicke, wo man so etwas sehen kann. Aber, wow! Okay, das hätten wir jetzt schon mal geschafft. Und, ja, dann könnten wir eigentlich... Oh, Brücke, du hast mein Leben gerettet. Naja, ich hätte wenigstens noch abspringen können, aber... Leute, ich habe noch was ganz anderes vor. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen mit der richtigen Sache los. Dann müssen wir erstmal zu Grassland. Ach Leute, ich sehe gerade... Oh, was macht ihr mit Chabby? Oh shit! Oh shit! What the fuck is that? Nein! Okay, ich teleportiere mich zurück, Leute. Wartet mal, warte. Diesmal schaffe ich's. Oh, okay, er ist weg. Dreadful ist es. Hoi. Okay. Hi, Freunde. Hier bin ich. Was ich letztens bemerkt habe. Wir haben im Sumpfgebiet unseren Jabby vergessen. Das hat ein einziger hat das in den Kommentaren bemerkt, dass ich Jabby vergessen habe. Und deswegen gehen wir sofort dorthin. Aber ich denke mal, ich nehme Ausfallraptor auf meine Schulter. Und dann fliege ich erstmal hin. Oh Gott, leckt das hier. Ach du Scheiße. Okay, jetzt heißt es nur noch Jabby suchen. Jabby! Warte mal, das ist doch da drüben passiert, oder? Oh Gott, oh Gott. Ha! Jabby! Ich hab Jabby gefunden. Oh Gott, er wird angegriffen. Wehe, die Spinnen. What the fuck ist... Alter, Leute, ich brauche unbedingt, wirklich. Es geht nicht mehr. Ich brauche eine... Jabby! Komm her, Kleiner, komm her. Oh Gott. Leute, das schafft er nicht, oder? Jabby, bitte, komm her. Ich würde da jetzt hingehen. Problem ist... Wir sterben dann. Oh Gott, ich muss ihn retten. Die Brutmutter ist nicht hier, oder? Es leckt, es leckt, es leckt, es leckt. Jabby! Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Jabby, komm her. Komm her, Kleiner, komm her. Oh Gott, Leute. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh Gott, sorry, dass es so leckt, Leute. Sorry, dass ihr euch das angucken müsst. Eieiei. Pick up, pick up, pick up, pick up. Oh. Danke an denjenigen, der es in den Kommentaren geschrieben hat. Ich blende den Kommentar nochmal ein. Also echt nochmal vielen lieben herzlichen Dank. Okay, den hätten wir jetzt erstmal gerettet. Leute, ich habe endlich einen gefunden. Ich musste extra mit dem Drachen jetzt losziehen. Oh, ich wollte gerade sagen, der hat doch jetzt nicht Level 500 noch was, oder? So, und zwar diesen hier will ich mir zähmen. Eher gesagt, herstellen. Okay, er hat 200... Das wird ein Ticken schwer, aber pass auf, wir haben unsere Maschine schon. So, Home Sweet Home. Ich hoffe, er überlebt es, aber er sollte es eigentlich überleben. Ja, sieht schon mal gut aus. Glacia Golem. So heißt er also. Shedlos, ich brauche dich und Jabby, du musst diesmal hier bleiben, denn eventuell, ich weiß ja nicht, wie es läuft, aber Migi, du musst mitkommen. Du bist dann meine letzte Hoffnung. Ich weiß ja nicht, was ich mitnehmen könnte, was genug Schaden macht, aber ich weiß, Shedlos ist zurzeit unser stärkstes Viech. Und deswegen müssen wir ihn jetzt benutzen. Zack, Last Remote. Okay, Leute, drückt mir die Daumen. Ah, ich kann noch ein Level hochmachen. Okay, wir sind angekommen. Er lebt noch. Okay, Shedlos, ich drück dir die Daumen, okay? So, mehr Melee Damage. Ja, okay, wir sehen sehr viel Kampfgeist. Alles klar, wir müssen als erstes diesen Elastotherium töten. Und dann... kommt der Golem dran. Also, so wie es scheint, mal sehen. Seraphiu. Ah, scheiße. Den will ich jetzt nicht entgegentreten. Golem, kannst du ein bisschen hierher kommen? Es wäre mir eine... Warte mal, wir schießen ihn mal ganz kurz ab. So. Kleiner, komm her. Treff nicht. Nicht treffen, nicht treffen. Ha, der Juti kommt genau hierher. Ach, du Scheiße. Okay, ich hoffe, der läuft jetzt weg. Er verfolgt diese komische Eule. Der Juti hat etwas gerochen. Ich hoffe mal nicht mich. Nee, alles gut, alles gut. Okay, der Juti haut jetzt ab. Nee, er haut nicht ab. Aber er hat die Eule. Okay, das ist sehr gut. So, jetzt... Alter, sieht der Golem stark aus. Herkomm! Oh, yes! Hierher! Ja, komm her! Falsche Richtung. Alter, Leute, ist das ein Brecher. Okay, Leute, 50-50, ich weiß nicht. Alter, dein Ernst? 5400! Oha, Shedlos ist wirklich ein Brecher.
Ach du Scheiße, Leute, das ist ein epischer Fight gerade. Ach du Scheiße. Okay, aber wir sollten es eigentlich schaffen, ne? Hoffe ich mal. Oder der, ich hoffe, der Yuti kommt mir und uns nicht in die Quere. Alter Schwede. Schaut euch das mal. Wir haben ihn besiegt. 6700 Kristalle. Ach ja, Leute, falls euch fragt, woher wir die Elemente haben, wenn ein Megal, dieser Kolossus von Jurassic Park stirbt, kriegt ihr so viel Kristalle. Eigentlich sollten wir jetzt irgendwas bekommen haben, damit wir ihn herstellen können. Used to make certain items. Ist es das vielleicht? Haben wir das gerade bekommen? Warte, Alter, und schwarze Perlen. Leute, okay, wir sollten jetzt einfach mal ganz kurz nach Hause und jetzt mal anschauen, was wir wirklich dafür benötigen. Weil wir könnten ihn jetzt ja eigentlich herstellen. Aber was brauchen wir dafür? Irgendwas mit einem Chor habe ich gelesen, dass wir das brauchen. Aber haben wir das jetzt? Ah, hi Castiel. Okay, ich muss da ganz kurz gucken, ob wir das jetzt wirklich herstellen können. So, Freunde, anscheinend müssen wir Level 85 werden. Deswegen, ich werde es durchziehen. Ach Leute, kommt. Den Yuti schaffen wir doch, oder? Komm her. Komm her. Den schaffen wir, Leute. Ich habe keine Angst vor denen. Ich habe keine Angst vor ihnen. Ah, oder habe ich doch? Nee, alles doch gut, alles doch gut. Migi! Titti! Oh Gott, Migi! Hilfe! Migi! Oh Gott, wie sieht's für ihn aus? Eieieiei! Ach du Scheiße! Oh, tausend auf tausend! Oh, die Sounds, die kommen, die sind unertragbar! Ach, bitte, Shadows, nicht sterben! Nicht sterben, Shadows! Bitte nicht! Okay. Ach du Scheiße. Krasses Sieg. Na, wie sieht's aus? Migi, kannst du helfen? Migi, bitte. Migi. Ach du Scheiße. Leute, das war's down. Leute, passt mal auf. Die nimmt mal mit. Los, Migi. Migi, come on. Migi schafft es. Leute, die nehmen wir jetzt mit. Ach du Scheiße. Komm. Oh Gott, ich glaube, ich muss Migi helfen. Ach du Scheiße. Leute, die Sounds. Sie sind unmöglich. Yes. Oh Gott, ich hab nochmal getroffen. Ach du Scheiße. Oh, Herzinfarkt. Na, nicht angreifen. Alter, Yuti. Taming? Hä? Leute, was geschieht dir? Hä? Lol. Ich, Digga, woher hast du das? Wollte dich schon mal jemand zähmen? Freunde, wenn wir den jetzt haben, dann, oh, schade, ich hab das ohne die Gary gemacht. Hehe, okay, wollen wir uns gleich den zweiten da drüben holen, wo wir, den, Golem besiegt haben? Leute, das könnten wir machen. Wir warten aber ganz kurz. Ha, wie geil ist das denn? Und dank Migi, Leute. Dank Migi. Ohne ihn, er hat nur noch ein Viertel gebraucht. Aber ich glaube, hätte ich mich mit einem Stab draufgeschlagen und Migi hätte nicht noch draufgeschlagen. Ich glaube, Shadlos wäre dahin geschieden. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt einen übelst krassen Yuti. Oh no. Oh no, Leute, ich will Raw Mutton holen, aber... Server, bitte kackt nicht ab. Server, bitte kackt nicht ab. Ah, RIP. Und? Hallo? Ja! Okay. Yuti? Yuti? Hä? Der Yuti, sag jetzt nicht das Aufgestandene. Bitte sei jetzt nicht aggressiv. Er ist gezähmt, Leute! Oha, und wir waren nicht dabei. Dann brauchen wir jetzt den anderen. No way. Zeig dich mal. Holy shit, sieht der geil aus. Oh, ich wollte gerade sagen, wie der Server stürzt ab. Oder Yuti, bist du zu krass, dass der Server wegen dir abgestürzt ist? Nee, ne? Leute, was hat der für eine geile Farbe? Erinnert mich irgendwie an Anunnaki, oder? So, mal sehen. 68.000 geht eigentlich. Also, er ist genauso stark wie Shadlos. Aber ist egal, wir brauchen den nächsten. Ich will dich nochmal aufstehen sehen. So, du kommst home sweet home. Raven, du bleibst bei mir. Okay, Baby. So, nice.
Okay, dann müssen wir irgendwo da hoch. Wo immer das jetzt auch war. So, ich glaube, das müsste jetzt eigentlich hier gewesen sein. Wenn ich mich nicht... Da, okay, er ist hier. Alles klar. Meine Orientierung, die ist echt nice. Sei Female, Female, Female. Bitte? Was bist du? Was bist du jetzt genau? Male, Level 216. Ist egal, Leute. Den holen wir jetzt für die Gary. Also, ich denke mal, ich werde den benutzen. Aber die Gary kriegt dann den anderen. So, und zwar müssen wir das jetzt so machen. Miki, wie viel Energie hast du? Leute, er sollte es schaffen. So, er kriegt ein bisschen Melee-Damage, damit er halt es gegen ihn aufnehmen kann. Und zwar, so, komm her. Zack, rauf da, Miki. Na komm, geht es? Es ist so kompliziert. Miki, komm her hier. Komm her, Kleiner. Geh auf den hier. Yes! Los, Miki. Oh, shit. Rave, du kannst dadurch sterben. Okay, Miki. Ach du Scheiße. Was ist das? Oh Gott. Raven, bitte hab keine Angst. Bitte hab keine Angst. Oh Gott, für 15 Sekunden, 14 Sekunden. Ach du Scheiße, wenn der jetzt zu uns kommt, dann sind wir tot. Okay, alles ist gut, Raven. Alles ist gut. Alles ist gut. Du kennst das. Du bist doch selbst in der Finsternis gefangen. Deswegen, du solltest das doch... Oh Gott, da ist ein Griffin. Come on. Come on. Oh Gott, da unten ist ein blauer Raptor. Keine Ahnung, was das war. Miki, wie sieht's aus? Schaffst du ihn? Ach, ich glaube, ich muss Miki helfen, wa? Ach, Miki, 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 Miki. Ich helfe dir aus der Entfernung, okay? So, dann heißt es jetzt ein bisschen draufschießen, Leute. Raven, sollte es gut gehen. So, zack. Oh, ich habe fast gar nichts. Ah, doch, hier. Zack. So, da heißt es nur, warte, 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 warte. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Yes! Holy shit. Okay. Oh, yes, Miki hat wieder gehittet. Okay, und ich hitte mit. Nice, Miki. Dankeschön, Süßer. Dankeschön, Dankeschön. Ich bemerke gerade, Miki, wie steht's mit deiner Gesundheit, Kleiner? Okay, bei denen geht's... Ach du Scheiße. Das könnte echt noch dauern. Okay, Miki geht's noch sehr, sehr gut. Okay, dann müssen wir weiter mit dem Geierspeer rauf. Aber ich glaube, da müsste ich ganz kurz wechseln, weil Raven hat gar keine Chance. So, Leute, nun geht es los. Ich gehe zu Fuß auf ihn drauf, also ich gehe jetzt nicht nah ran, sondern Miki geht hin und ich schieße ihn aus der Entfernung ab, weil ich habe zu sehr Angst vor denen hier. Das es ist einfach zu krass. Ich glaube, ich bin auch instant ripped dann. Oh nein, Miki hat Angst. Miki, herkommen. Yes, er kommt. Oh. Hallo. Hallo, lass mich ruhig, okay? Miki? Okay, Miki ist noch dort. Alles klar. Miki, Angriff. Komm, Miki, bitte. Du bist meine letzte Hoffnung. Komm, ich helfe dir sogar, okay? So, wir brauchen jetzt hier, zack. Los, Miki, geh rauf da. Komm, Kleiner. Eventuell könnte ich es ja schaffen. Falls... Perfekt. Ich könnte es schaffen, wenn ich an ihn rangehe und ihn dann von hinten die ganze Zeit attackiere. Problem ist, er macht echt übelsten Damage und... Yes! Oh, Miki, du schaffst es. Bitte, Baby. Bitte, ich glaube an dich. Ich muss ihn aber... Ich krieg Fallschaden, ich krieg Fallschaden. Okay, warte, wir müssen jetzt an diesen Baum daran. Und dann gucken, ob ich ihn irgendwie mit einem Speer treffen könnte. Aber dafür müsste ich erst seinen Arsch sehen. Leute, Miki könnte es eigentlich schaffen. Miki könnte es echt schaffen. Okay, Leute. Leute, drückt die Daumen für Miki, bitte. Drückt die Daumen für Miki, er muss es schaffen. Zack. Ich helfe ihm aber sogar ein bisschen. Ich hoffe aber, er stirbt nicht. Ich müsste ja das Blut von ihm sehen. Also ist alles gut, Leute. Alles gut. Er wird es schon schaffen, Leute. Er hat nochmal... Junge. Was für ein Sound. Leute, ich hasse arg, wenn diese scheiß Sounds kommen. Das ist Ohrenkrebs, ist das. Oh, es hört sich immer an, als ob einer von der Seite schreit. Aber es schreit keiner von der Seite. Steckst du fest, Kleiner? So, wie geht's dir? Oh, ich bin ripped. Okay, ich lebe noch. Miki, alles gut? Okay, es läuft doch alles gut. Es läuft doch alles hervorragend. Ich glaube, der geht gleich down. Yes! Miki, du schaffst es! Juti, was ist los? Hä? Leute, er hat Angst! Okay, Miki, rauf da, rauf, rauf, rauf. Ich komme auch hinterher. Miki, ich hab... Okay, okay. Ich dachte, der will mich angreifen. So, warte mal, wir gehen jetzt ruhig mit dem Speer hin. Yes!
Okay, pass auf. Zack, hinterher. Nein, ich kann mich nicht hinterherziehen. Ach stimmt, das war ja, sobald sie fast gezähmt sind, können wir uns nicht mehr ranziehen. Alles klar, Migi, komm, wir schaffen das. Hab ich ihn einmal getroffen? Nee, hab ich nicht. Migi, los! Pack ihn dir, Kleiner. Yes! Oh, Migi, du bist so geil. Yes! Okay, ich glaube, ich habe ihn nicht gehittet. Eigentlich... Yes! Okay, der müsste jetzt eigentlich down gehen. Okay, noch zweimal. Noch zweimal von Migi gehittet werden. Yes! Ich habe ihn auch getroffen. Ha! Geilo! Oh, Leute, das ist so nice. Wer würde ein Yuti, so ein Yuti, zu Fuß mit Migi, ich würde mal sagen 10. Ich glaube, das würden nicht die meisten machen, oder? Ja. Okay, es ist halt selten, aber es muss sein. Na, Yuti, alles gut bei dir? Komm, runter. Migi, packe dir. Ich habe Migi getroffen. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber, ja. Junge, du schaffst es. Migi, ich sehe ihn nicht mehr. Oh Gott, einfach dieser ganzen Wolke folgen. Jetzt müsste er down sein. Yes! Migi, ruhig. Leute, wir haben ihn gezähmt. Okay, hast du denn auch Inventar in dir? Der hat auch, aber du kriegst Ramotten, Digga. Okay, hungert da komplett runter. Stimmt, das war doch wegen Migi. Leute, Migi ist wirklich unsere Geheimwaffe. Holy shit, ich bin so stolz auf dich, Kleiner. Ich bin so stolz auf dich. Migi, warte doch. Komm her hier. Nein, der Server kackt ab. Nicht schon wieder. Oh no. Oder? Okay, der Server ist da, Leute. Der Server ist da. Was war das? Hä? Leute, was ist das? Habt ihr das gerade miterlebt? Was war das? Verdammt nochmal. Oh Gott, Leute. Wenn wir das im falschen Moment kriegen, dann sind wir tot. Oder liegt es an diese geilen Kreaturen? Hat er eine andere Farbe? Nee, ne? Oh, Leute, wir haben 2 Stück von denen. Nein. Nicht dein Ernst. Leute, genau wieder am Ende. Ist das wirklich arg sein Ernst? Das kann nicht sein. Okay, diesmal ist der Server wirklich weg. So, Freunde, jetzt bin ich mal gespannt. 12 Stunden später. Okay. Es ist alles dunkel. Er steht hier. Migi lebt auch noch. Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr. Wir müssen mal ganz schnell zurück zur Base. Alter, Leute, ich glaub's nicht. 12 Stunden hier gab es wirklich Internetstörungen. Überall war Totalausfall und... Ach, bloß zurück jetzt erstmal. Bitte, sofort weg hier. Ha, oh Gott, endlich. Ah, okay. Ich muss raus hier. Leute, wir haben es geschafft. Okay, die 2 Yutis... sind zu Hause und bevor jetzt nochmal total Ausfall kommt, jetzt in den paar Sekunden, ne, war es das erstmal wieder von einer weiteren Folge Ark. Ich hoffe, beim nächsten Mal läuft es besser. Nicht, dass wir wieder solche Internetprobleme kriegen. Ich habe das jetzt auch heute Morgen nochmal extra aufgenommen. Bin sofort aufgestanden, sofort angemacht und dann zack, aufgenommen. Naja, auf jeden Fall war es das erstmal wieder von einer weiteren Folge Ark. Wenn sie euch natürlich gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.